Hallo, Alexandra, Arzt Alexandra. Ich habe ja eine Videoreihe begonnen in Bezug auf dieses Exponat, dieses Gemälde. Es ist noch nicht fertig, nein, nein, nein. Aber es bedarf doch sehr viel Arbeit, um ein paar Sachen hervorzurufen und zu gucken, wie kriege ich das hin, dass es so. Ja, es geht mir noch nicht mal so sehr um Realismus wie um Spiel mit Farben. So, was habe ich seit dem letzten. Ups, das war jetzt eine Lampe. Was habe ich seit dem letzten Video gemacht? Ich habe hier die Korrektur des Hintergrunds gemacht, diese Seite sogar dunkler gemacht. Ich heb das jetzt mal an, weil ich ja sozusagen die Lichtverhältnisse von der Seite aus sehen möchte. Ich gucke nur gerade, meine Lampe, die lebt noch. Okay, so. Jetzt habe ich genau, schwarz in schwarz in schwarz in schwarz, aber auch mit kleinen Tricks ein paar Sachen versucht hervorzuheben. Es ist so, dass ja der Untergrund ist schwarz, aber ich habe danach noch ein bisschen schwarz mit blau noch drüber gemacht, damit sozusagen dieses leichte Blaue mit dem Licht spielt, was dann darauf fällt. Ihr seht, ich habe jetzt extra das Licht angemacht, weil hier ist es dunkler, es ist tatsächlich mehr schwarz als hier. Und vor allem, ich habe dieses Schwarz im Blau. Ihr seht hier, Moment, genau da, diese Teile hier gemacht, weil das ist ja alles in Schwarz auf der schwarzen Geige und irgendwie soll man das ja auch sehen. Wenn ich jetzt direkt davor stehe, sehe ich das auch, aber nicht so stark wie unter Licht. Ich werde das noch ein bisschen hervorheben, aber nicht so sehr. Dieser Strang, wo über die Seiten gehen, ist halbwegs fertig, wobei ich habe gesehen, dass ich ein bisschen schief die Linien gezogen habe. Das heißt, das mache ich nochmal. Und so gesehen, die Geige nimmt tatsächlich immer mehr und mehr die Form an, die ich haben möchte. Sie ist in der Seite zu sehen. Die Stränge der Saiten werden hier rüber gehen, da sich drüber spannen und dann hier unten angespannt sein. Die Öffnungen für den Körper hier, das muss ich auch noch ranbringen. Das wird auch noch mal schwarz in schwarz in schwarz sein. Das heißt, das Gemälde, wenn es später fertig ist, kann zwar bei Tageslicht bewundert werden, aber die ganzen Effekte, die ich sozusagen mit Licht hervorrufen möchte, sollte man tatsächlich so sehen, indem man dieses Bild beleuchtet. Das heißt, schwarz in schwarz in schwarz sieht man dann irgendwann, aha, da ist ja noch was. So. Von dem letzten Video bis zu diesem Video ist eine Woche vergangen. Ich habe insgesamt noch mal zwei, drei Sitzungen hinten dran gehangen. Heute mache ich noch mal weiter an dieser Geige. Kann sein, dass ich noch mal ein Video heute aufnehme, damit ihr seht, wie weit ich mit den ganzen Maßnahmen hier in Bezug auf Konturen und so weiter gekommen bin. Habt auf jeden Fall einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal und wir sehen uns. Tschüss!